Ja, was soll ich sagen? Vielen Dank für 15.000 Abonnenten. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche dazu. Ist es halt irgendwie gerade crazy, was alles abgeht. Ich habe auch nach Fragen gefragt für ein Q&A. Ich habe mir jetzt 15 rausgesucht wegen 15.000 Abonnenten. Die werde ich jetzt in dem Video beantworten. Und falls ihr mich nicht kennt, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark. Über 100 Videos zu dem Thema. Wenn ihr da Bock drauf habt, lasst gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir starten rein mit der ersten Frage. Also und übrigens, ich habe hier keinen Bock, einfach so im Zimmer zu stehen und so random in die Kamera reinzusprechen und irgendwelche Fragen zu beantworten. Deswegen gibt's hier nochmal so ein bisschen Gameplay im Hintergrund. Mit dem Bloody. Meine absolute neue Lieblingskreatur in Ark. Frage Nummer 1 von Leander oder Leander. Kommt nochmal Ark Storytime vielleicht auch mal auf einer anderen Map? Ja, also mit Ark Storytime ist es so, dass es aktuell oder es ist das erfolgreichste Format auf meinem Kanal. Jetzt muss man sagen, es gibt auch nicht so viele Formate auf meinem Kanal, aber die Playlist zu Storytime hat mittlerweile über 80.000 Aufrufe und das ist mega. Es ist eine Playlist. Es ist eine Playlist. Nicht ein Video, sondern die gesamte Playlist irgendwie. Das ist crazy. Und wir werden das so machen, dass wir das wohl im Stream dann immer mal wieder spielen werden und dann dafür Folgen aufnehmen werden. Aber da müssen wir halt gucken, wie es reinpasst und wie ich Lust habe, weil PvE bzw. Singleplayer ist ein bisschen ausgelutscht für mich aktuell. Hätte ich aber noch Lust, das zu Ende zu spielen. Und wie gesagt, es muss halt zeitlich reinpassen. Momentan ist viel los. Tamaka möchte wissen, wie alt bist du? Ist eine einfache Frage. Ich bin 27. Dieses Jahr werde ich noch 28. Petra fragt, wie bist du auf die Idee gekommen, Erzieher zu werden? Das ist eine sehr gute Frage, Petra. Ich habe vorher, bevor ich die Ausbildung zum Erzieher gemacht habe, übrigens, ich hatte jetzt vor kurzem meine Abschlussprüfung bekommen, meine Ergebnisse. Aber da sollte ich soweit durch sein, dass ich bestanden habe, ist, denke ich, ganz gut gesichert, sage ich mal. Aber ich habe, bevor ich die Ausbildung zum Erzieher gemacht habe, habe ich auch für Lehramt studiert, Germanistik und Sportwissenschaften. Und habe darüber dann, also darüber musste ich eben hospitieren in einer Einrichtung. Das habe ich in der Kita bzw. in einem Hort gemacht. Die hatten einen Job frei als Hausaufgabenhilfe. Dort habe ich dann 2 Jahre gearbeitet. Und da hat man mir nahegelegt, na, hast du nicht doch Bock, Erzieher zu machen? Hatte ich, habe mein Studium abgebrochen, habe die Ausbildung zum Erzieher gemacht. Und bisher keinen einzigen Tag bereut, weil ich hatte eh keinen Bock, in dem Schulsystem zu arbeiten, um dann irgendwelche Kinder oder SchülerInnen zu bewerten aufgrund ja, ihrer Leistung im Unterricht. Irgendwie finde ich dumm, das ganze System. Dementsprechend kam mir das ganz gelegen und ich bin sehr, sehr zufrieden damit, weil ich auf einer ganz anderen Ebene einfach mit den Menschen arbeiten kann als in der Schule. Beziehungsweise als ich das als Lehrer könnte, weil es gibt auch ErzieherInnen, die in der Schule arbeiten und die können auch auf einer ganz anderen Ebene arbeiten. Deswegen wichtig. Oh, Justus ist es, glaube ich, ne? Seit wann machst du YouTube? Das ist auch eine interessante Frage. Also dieses Konzept mit Ark und dass es damit irgendwie auch funktioniert und dass wir diese 15.000 Abonnenten haben und so weiter, das seit 3 Jahren. Aber also diesen Kanal gibt es, glaube ich, seit über 8 Jahren und davor hatte ich auch noch einen anderen Kanal, mit dem ich auch eine Partnerschaftsanfrage von YouTube damals hatte, weil früher ist das noch so gelaufen, dass die dich angefragt haben, ob du nicht in dieses Partnerprogramm mit rein möchtest. Dazu ist es nie gekommen, weil ich den Kanal gelöscht habe aufgrund eines kritischen Kommentares damals, beziehungsweise so ein bisschen Hate-Kommentar, kam ich überhaupt nicht mit klar irgendwie und wäre auch nicht die richtige Zeit gewesen. Also wir können sagen, über 8 Jahre immer on-off und so richtig regelmäßig erst seit 3 Jahren, beziehungsweise so richtig, richtig regelmäßig ja seit November. Andreas möchte wissen, was sind deine Pläne für die Zukunft mit diesem Kanal, weil bis Ark 2 würde es noch eine ganze Weile dauern. Das ist absolut korrekt, dass es noch dauern wird. Aber auch hier kann ich sagen, dass ich diese Frage mir früher, also was heißt früher, ne, so vor ein paar Monaten selbst auch oft gestellt habe, naja, was mache ich, wenn der Content nicht mehr da ist, was mache ich, wenn Ark nicht mehr beliebt ist, was mache ich dann, bababababab. Ich kann dir sagen, seitdem ich mir diese Frage nicht stelle und einfach meinen Content rausballer und guck, was die Zukunft eben bringt, läuft es bei mir deutlich besser. Und ich kann hier viel befreiter aufspielen. Oh, das ist nice mit der Bola. Kann ich von hier aus Bola? Das ist crazy. Crazy. Egal. Seitdem ich mir diese Fragen eben nicht mehr stelle, läuft es bei mir deutlich besser. Ich kann befreiter aufspielen, weil der Kopf freier ist einfach. Also was kommt, das kommt. Und was nicht kommt, das kommt eben nicht. Und natürlich, Ark 2 wird dann sicherlich ein Ding hier sein und es wird auch Ark, wird der Main-Content wohl bleiben auf diesem Kanal, weil es mir Spaß macht, weil es ganz gut funktioniert. Ja, und heutzutage ist es so auf YouTube, dass du als kleiner Creator oder mittelgroßer Creator oder was auch immer dann irgendwann auch für irgendwas stehen musst. Bei Fragner zum Beispiel
ist es Assassin's Creed. Bei mir wäre es dann vielleicht Ark. Oder vielleicht können wir es auch irgendwann ausweiten auf Survival Games. I don't know. Aber bisher läuft es ganz gut und ich mache mir da jetzt nicht zu viele Gedanken drüber. Beziehungsweise möchte ich noch besser daran werden, auch Trends zu erkennen. Bei Valheim war ich einfach 1,5 Monate zu spät. Das sieht man auch deutlich an den Klickzahlen. Dementsprechend, ja, da mal schauen, ne, dass ich da eben auch dann reinkomme und mal verstehe, wie das Ganze funktioniert. Aber gut Ding, wir Weile haben, das wird alles. Udo möchte wissen, Nico, wo kommst du jetzt eigentlich her? Kiel oder Hamburg? Ja, mein lieber Udo, weder noch tatsächlich. Ich komme ursprünglich aus der wunderschönen Lüneburger Heide. Und habe 5 Jahre jetzt in Kiel gelebt, lebe jetzt nicht mehr in Kiel, bin aber großer Holstein-Kiel-Fan und ich liebe die Stadt Kiel einfach und wohne immer noch in Schleswig-Holstein und fühle mich hier auch mächtig wohl. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Escape möchte wissen, wie viele Versuche, wenn mehrere brauchst du für ein Taming-Tutorial? Auch eine ganz interessante Frage. Also, ich probiere das natürlich vorher immer alles aus. Ist ja völlig klar, bevor ich eine Aufnahme mache, um mir auch den Stress zu ersparen. Das habe ich früher nicht gemacht, das sieht man beispielsweise auch beim Spino-Tutorial, das ist gar nicht mal so gut. Ich probiere es aus und dann versuche ich da schon Fehler zu finden und versuche euch dann eben Tipps mitzugeben, wie man das umgehen kann, wie das dann besser klappt. Weil eine 100%ige Garantie, dass das Tutorial bei euch funktioniert, kann ich sowieso nicht geben, ist auch nicht mein Anspruch. Aber ich versuche es schon so zu gestalten, dass es fast jede Person eigentlich hinbekommen könnte. Und dementsprechend probiere ich das vorher aus. Manchmal geht natürlich auch in der Aufnahme was schief, aber in der Regel ist das nicht der Fall. Weil ich es wie gesagt vorher teste und dann auch eben nur ein Video mache, wenn ich mir sicher bin, dass das funktioniert. Dementsprechend funktioniert es in den Aufnahmen eigentlich ganz gut. Würfelust möchte wissen, kommen in Zukunft auch Tutorials zu weiteren Maps? Bis jetzt kam ja nur The Island und Ragnarok. Und da du ja Scorched Earth spielst, böte sich das ja. Das ist absolut korrekt. Auch das habe ich auf der Liste, beziehungsweise das sind Möglichkeiten von Content, die ich machen könnte. Das macht, denke ich, auch Sinn, also auch für den Kanal, weil ich glaube, wir haben, glaube ich, einen guten Mix aus erfahrenen Spielern hier, aus Leuten, die das Spiel einfach mögen und auch aus Anfängern, die auch die ganzen Maps noch gar nicht gespielt haben und dementsprechend ist das dann, also kann das sinnvoll sein, weil ich diese Zielgruppe einfach habe, die Anfänger-Guides braucht für die einzelnen Maps. Das könnte ich mir noch ganz interessant vorstellen. Allerdings ist es jetzt auch so, dass ja am... Wann kommt denn das? Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Am 2. kommt ja jetzt auch Genesis raus. Das heißt, da wird für mich der Fokus, und das schließt sich so ein bisschen der Kreis dann zu Andreas, der Fokus darauf liegen, da eben recht zügig Videos zuzumachen. Und den Content dann auch diesmal ein bisschen zu grinden. Auch da wieder kann ich nur auf Fragnard verweisen. Ich gucke mir sehr gerne Sachen von Fragnard an, weil, ja, Vorbild will ich nicht sagen. Man kann sich da sehr viel bei ihm abgucken und er gibt sehr viele Hinweise, was Sinn macht. Und da werde ich jetzt mal versuchen, bei Genesis auch diese Crunch-Time, wie er es auch nennt, zu nutzen und den Content rauszuballern. Toi, toi, toi. Und dann schauen wir mal, was passiert. Aber das kann durchaus sein, dass auch zu anderen Sachen noch Tutorials kommen. Ja. K-Gamer möchte wissen, was magst du mehr? PvP, PvE oder Singleplayer? Ui, ein Megalodon. Feier deine Videos, gute Tutorials. Falls sie nicht weiterkommen, mach weiter so. Ja, gerne für die Tutorials erstmal. Und PvP, PvE oder Singleplayer. Also generell ist Ark auch schon ein Game, was natürlich viel mehr Bock macht, wenn man das mit mehreren Leuten spielt. Das merke ich auch aktuell im Projekt bei Saraza, auf dem Saraza PvP-Cluster, wo ich ja auch dank Michael, dem Partnermanager von Nitrado, mitspielen kann. Da merke ich, das macht schon mehr Spaß. Und ich merke jetzt auch, auch wenn es Soft-PvP ist, dass dieser Reiz da ist, man könnte das jetzt alles verlieren. Und man muss ein bisschen mehr aufpassen, was er macht. Und es sind nicht nur die Dinos oder Kreaturen, die einen jetzt hier nerven können. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Und ich werde mich jetzt zwischen PvE und PvP nicht festlegen, weil ich zu wenig PvP gespielt habe bisher. Ich meine, was sind das jetzt gewesen? 11 Stunden? 10 Stunden? Irgendwie so? Gegen, ne, halt deutlich mehr Stunden PvE. Ich sage mal Multiplayer. Multiplayer, ne? Packen wir PvE und PvP zusammen. Multiplayer bevorzuge ich vor Singleplayer, ganz klar. Hakuki11 möchte wissen, was erhoffst du dir von Genesis 2? Auch das, ja, eine gute Frage. Also ich hoffe, dass der Egg Incubator und so halt mega cool wird, dass die Kreaturen cool sind, die dabei sind und dass ich einfallsreich genug bin und kreativ genug bin, um coole Videos für euch zu machen und schnell genug davor bin, die eben für euch auch aufzubereiten. Das ist dann das, was ich irgendwie mir von dem DLC erhoffe, ja. Halo City, was auch immer, wie lange spielst du schon Ark? Wie hast du zu dem Spiel gefunden?
relativ einfache Frage. Ich spiele seit 2018 etwa Ark. Also da habe ich auf Twitch irgendwann noch angefangen. Und dann war die Frage, naja, was kann man irgendwie für ein... ist das tot hier? Oder liegt das? Ist das betäubt? Moment mal. Wir prüfen, das ist betäubt. Durch die Schlange, die das Trike besiegt hat. Okay, cool. Also es war irgendwann dann die Frage, ne, als kleiner Twitch-Streamer so, ja, welches Spiel spiele ich denn? Wo kann ich mir vielleicht eine Zuschauerschaft aufbauen? Ark war da jetzt nicht so competitive. Dementsprechend, ja, mir wurde Ark empfohlen. Ich habe es mir angeguckt, hat mir gefallen. Und so bin ich dann zu Ark gekommen. Octodoodle56 möchte wissen, wie hat es sich dazu gebracht, Videos zu produzieren und zu streamen? Auch eine interessante Frage. Eingangs habe ich ja schon erwähnt, ich mache ja seit 2011, 2012 irgendwie Videos auf YouTube, ne? On-Off-Beziehungen, ganz klar. Aber früher war das auf jeden Fall das Dreiergespann von Gronkh, Sarazar und Sergeant Rumpel. Dementsprechend schließt sich gerade für mich so ein bisschen ein Kreis im PvP-Sarazar-Cluster, weil das hätte ich nie gedacht. Das stand nie auf meiner Wishlist irgendwie mal in dem Projekt mit dabei zu sein, wo Sarazar ist. Und er hat mich jetzt auch noch lobend in seinem Stream erwähnt. Das Story-Video geht gerade nochmal gut ab, weil er das da erwähnt hat. Ja, das schließt sich für mich auf jeden Fall ein Kreis, was das angeht. Und ein weiterer Kreis könnte sich jetzt demnächst auch schließen, weil ich eventuell bei dem G-Time-Projekt auch mit dabei sein darf. Und da ist auch Trimax mit dabei. Und die Videos von Trimax auf dem Kanal The Art of Content Creation haben auch dazu beigetragen, dass ich am Ball geblieben bin, weil ich gemerkt habe, okay, mit diesem ganzen Suchmaschinenoptimierung-Kram funktioniert das ganz gut, auch ohne Abonnenten. Ja, das wäre auf jeden Fall cool, wenn ich da auch mit am Start sein könnte, dann haben sich irgendwie innerhalb von einer Woche zwei riesige Sachen ergeben und oder von zwei Wochen und zwei riesige Sachen ergeben und zwei riesige Kreise für mich irgendwie geschlossen, die ich so nicht für möglich gehalten hätte. Der Commander möchte wissen, auf welchen Maps hast du schon die Bosse besiegt? Tatsächlich nur auf The Island, das haben wir im Stream auch mehrmals gemacht. 2018 haben wir das gemacht, wir haben das im Zuge von Storytime so ein bisschen gemacht, wobei der Overseer hat mich ja immer weggeklatscht, aber das ist so das, ja. Eileen möchte wissen, ich hoffe, es ist Eileen. Was ist dein Map-Ranking von bester Map zu schlechtester? Ich werde da jetzt ein bisschen was zu sagen, auch wenn ich noch nicht alle Maps gespielt habe, beziehungsweise ich finde die Frage einfach ultra interessant und ich fände auch ein Video dazu ultra interessant, vor allem auch mit eurer Meinung. Allerdings ist es so, dass ich ja nicht alle Maps gespielt habe. Bisher ist es ja The Island, Ragnarok, ein bisschen Extinction, ein bisschen Genesis 1 und Scorched Earth. Und davon kann ich schon mal sagen, dass ich finde, dass Scorched Earth die schwächste Map ist. So, The Island Ragnarok bei mir ganz oben. Habe ich am meisten Zeit drauf verbracht, feiere ich mega. Scorched Earth ganz hinten und Genesis würde sich dann hinter The Island und Ragnarok einfinden mit Extinction zusammen irgendwie so. Wie gesagt, ich muss mal noch ein ganzes Video dazu machen, wenn ich alle gespielt habe, dann kann man nochmal eine abschließende Meinung dazu haben. Und Devil möchte wissen, wie viele Spielstunden hast du in Ark? Also auf dem PC müssten das um die 700 sein. Also da wird es mir ja angezeigt, das sind um die 700. Ich habe das Ganze ja auch noch auf der Xbox gespielt und auf der PS4. Da habe ich nämlich anfänglich drauf gestreamt. Ich würde sagen, es müssten so um die 800 bis 850 sein, ungefähr. Also so grob über den Daumen gepeilt, schätze ich das einfach mal. Kann ein bisschen mehr sein, könnte auch ein bisschen weniger sein. Wenn du noch interessante Fragen hast, dann hau die mal gerne hier unter das Video. Dann können wir nächstes Mal, wenn ich wieder ein Q&A mache, die benutzen. Ja, dann muss ich keinen weiteren Aufruf machen. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt und habe die Fragen dann nicht benutzt, aber das Format hat mir Spaß gemacht mit ein bisschen Gameplay im Hintergrund. Ansonsten lass gerne einen Daumen nach oben da, das hilft dabei, dass das Video anderen Leuten angezeigt wird. Bis zum nächsten Mal und ciao.